Pronto? Auf los geht's los. Walter, schön, dass das geklappt hat. Wir sitzen hier an einem historischen Ort in Rengsburg vor deinem Elternhaus. Ich kann mich gut erinnern, wie das also hier alles begonnen hat. Und das war ja dein Ausgangspunkt für die damaligen Reisen und die Anfahrten für die verschiedenen Rallyes. 1980, ein schwieriges Jahr, ein sehr bedeutsames Jahr, ein sehr erfolgreiches Jahr. Jetzt so im Rückblick nach 40 Jahren, was kommt dir als erstes in Erinnerung? Ja, 1980, das war für mich, wie soll ich denn sagen, wir sind 78 zwar zu Fiat gekommen, haben dann so gewisse Anlaufschwierigkeiten gehabt, bis wir uns da wirklich im Team richtig etabliert hatten. Und aber 80 hatte ich schon mal ein bisschen im Fokus, jetzt wird es Zeit. Jetzt muss das passieren, was ich mir immer vorgenommen habe. Ich wollte zeigen, dass wir die Besten sind auf der Welt. Und ich habe das natürlich unheimlich genossen, da diese Lebensphilosophie Italiens. Das war unglaublich toll, wie man dort eben Motorsport und überhaupt das ganze Leben viel lockerer nimmt wie in Deutschland. Und es war für mich die Motivation schlechthin, 80 sollte man schauen, dass es jetzt endlich mal klappt. Ja, es war ja auch ein Jahr mit einem unheimlich vollen Programm. Du bist ja nicht nur Rallye gefahren, das heißt international und natürlich auch in Deutschland, sondern zusätzlich noch die Gruppe 5 Weltmeisterschaft für Lancia. Ja, das war tatsächlich, also dieses 80er Jahr, wie man halt schon sagt, wenn es läuft, dann läuft's. Okay? Also ich war beim Rallyefahren, war alles ziemlich perfekt, sowohl international wie in Deutschland. Im Rennauto habe ich immer gewonnen. Also das war ein sehr, sehr erfolgreiches Jahr, das stimmt. Das ist, ganz speziell, und damit geht das Jahr natürlich los, Rallye Monte Carlo, dein Lebenstraum, hat sich ja dann 1980 bei deinem siebten Start endlich erfüllt. Was kommt dir da als erstes in den Kopf? Ja, als erstes kommt natürlich in den Kopf, ich hatte ja nur ein Ziel in meinem Leben, ich wollte einmal diese Rallye Monte Carlo gewinnen. Das war für mich der Inbegriff des Rallye-Sports überhaupt. Und tatsächlich, es hat damals geklappt und ich war im Prinzip am Ziel meines Lebens. Das war absolut, das hatte ich immer nur als Fokus vor meinen Augen. Und dass es dann natürlich der Rest des Jahres auch so gut gelaufen war, das war anscheinend diese Erleichterung, dass ich jetzt das, was ich immer vor meinen Augen hatte, dass ich einmal erreichen möchte, dass das geschehen ist, und dann ist alles andere von selbst gegangen. Ja, bevor wir so weit sind, es war ja eine schwierige Monte Carlo. Ja, sehr viel Schnee, muss ich sagen, also das Wetter, Nebel, Regen, also es hat alles zusammengepasst. Es war schon für mich eine Monte Carlo, die ich von Haus aus immer sagt, dort gewinnt der Beste, weil der muss Asphalt können, der muss Schnee können, der muss Kondition haben, der muss exakt können, weil kein Platz ist für Fehler. Und dann noch diese schwierigen Verhältnisse, es war anscheinend, wie gesagt, mein Wetter. Ja, es ist auch extrem viel nachts gefahren worden in diesem Jahr. Und wir hatten auch natürlich sehr starke Teamkollegen. Wir waren damals nicht so amused, dass also Waldegard auch noch verpflichtet worden ist. Ja. Wir hatten eigentlich mit Marco Alen schon genug Köpfe. Und es waren nach wie vor die Stratos am Start. Danish ist ja mit dem französischen Stratos gefahren. Ja. Und umso schöner war natürlich das Endergebnis, wenn man Stratos mit 10 Minuten 38 Sekunden schlägt, spricht das eigentlich schon für sich. Ja, das war natürlich klar. Also ich muss sagen, für mich war auch insbesondere der Waldegard eine besondere Motivation, denn ja, für mich zu dem damaligen Zeitpunkt war Waldegard, Mikola waren die zwei Namen, die ich am höchsten in der Rallye-Szene eingeschätzt habe.
Und da war natürlich der Burn schon, wie gesagt, am Anfang haben wir ein bisschen geschluckt, aber es war einfach nochmal die richtige Motivation. Wir kommen da später nochmal dazu, ab und zu brauchst du scheinbar, oder hast damals gebraucht, so einen besonderen Kick noch einmal, um den Jungs dann zu zeigen. Also im Bayerischen würde man sagen, der Bartl den Most holt. Und ein Ding möchte ich noch ansprechen, denn es hat damals schon auch für viel Unruhe gesorgt. Du wolltest ja dann im Prinzip nach der Monte alles an den Nagel hängen. Das stimmt ja, ich habe gesagt, ich habe jetzt mein Lebensziel erreicht und also mehr brauche ich nicht mehr. Alles andere ist jetzt nur noch, würde man machen, damit man Geld verdient. Das will ich nicht. Ich wollte nur zeigen, dass ich der Beste bin. Aber wir haben dann natürlich intensivste Diskussionen geführt, sowohl du wie auch damals der Domingos. Und ich kann mich erinnern, das entscheidende Argument kam von dir. Ich habe gesagt, ich habe jetzt das alles erreicht und ich will das nicht. Ich will da nicht als Werbetante durch die Welt und nur Geld verdienen. Dann hast du gesagt, ja, aber macht dir jetzt Autofahren nicht mehr Spaß? Und dagegen hatte ich natürlich kein Argument. Ich habe gesagt, natürlich macht das Autofahren Spaß. Jetzt. Dann sagt er, dann müssen wir weiterfahren. Einfache Lösung für große Probleme. Wir machen im 80er Jahr noch weiter und kommen als nächstes dann zu Portugal. Den Turbulenzen mit weitermachen oder nicht, stand also dann Portugal vor der Tür. Eine der schwierigsten Rallyes im Kalender. 1980 kommt natürlich sofort die Nebelstory Arganil in den Kopf. Ja. Aber für dich war es ja eine Rallye, die natürlich von der Physis her extrem hohe Beanspruchung hatte. Das stimmt, genau so ist es. Und das war auch ein Punkt. Ich war mir überzeugt, dass ich konditionsmäßig zu dem Zeitpunkt damals sicher besser beieinander war wie alle anderen und deshalb hat mir natürlich so eine schwere Rallye auch besonders motiviert. Das müsste mein Wetter sein, lange Prüfungen, lange Etappen, viel in der Nacht, schlechte Straßen, gute Straßen und ich glaube, das war eben das große die Herausforderung bei in Portugal. Du musstest an gewissen Stellen, konntest du wirklich am Schotter richtig schnell fahren, aber es gab auch Stellen, wo du einfach mit Köpfen dort fahren müssen, aufs Auto aufpassen, Signora da Grassa oder solche Prüfungen, die waren richtig schlecht. Und diese Kombination war natürlich schon sehr interessant. Noch dazu wussten wir, es gibt eine Prüfung, Arganil, da ist jedes Jahr Nebel und jedes Jahr jammert man drüber, dass man nichts sieht. Und wir haben im Vorfeld schon gesagt, da bereiten wir uns heuer mal richtig gut vor, fahren nicht nur zwei oder dreimal über die Prüfung, sondern fünfmal über die Prüfung. Und das war schon mal der Grundstein zum Erfolg. Hinzu kam, was du vorher schon mal angeschnitten hast, wenn mich was ärgert, dann das ist die einzige Motivation, dass ich mal ein bisschen aus mir rausgehe und mal so ein bisschen Richtung Limit gehe. Sonst habe ich immer zu viel Sicherheitsgedanken im Kopf und das hat damals ganz genau gepasst. Ja, wenn wir die Geschichte so nochmal ganz kurz erzählen. Es gab ja vor Arganil eine sehr lange Prüfung, wo der Marco am Funk alle verrückt gemacht hat und wir dann auf der Verbindungsetappe
den Unfall mit dem Serviceauto hatten, was ja uns ja da entgegenkam. Und es war ja immer großes Chaos mit den Zuschauern und geparkt wurde überall. Die Straßen und so. Ja, okay. Und ja, unser Auto hat schlimm ausgeschaut. Es war vorne Kühler kaputt. Es war das linke Rad hat 16 Grad Sturz gehabt und so weiter. Und dann haben die in einer Aktion das schnell alles hin mit der Schnur, die Spur ein bisschen eingestellt und ich hatte so einen Hals gekriegt. Und als wir da hingefahren sind, ich kann mich erinnern, war für mich das klar. Ich habe gleich am Start gesagt, Geister, verschnall dich an, weil ich jetzt fahre ohne hin, dass alle die Lizenz abgeben. Ne? Und dann ging es los und ja, man muss sich motivieren im Leben, da hilft alles nichts. Ja, es gab ja dann auch gleich am Anfang noch die Begegnung mit dem Freckler Todd, die wir auch, gleich ja. mal vor der ersten Kehre noch eingeholt haben und dann überholt haben. Und die gemeint haben, sie können uns jetzt ganz bequem im Lichtkegel hinterherfahren. Dann haben wir ihnen ein bisschen hinten das Licht ausgemacht und dann standen die also wieder im Dunkeln und wir konnten also unbehelligt unseren Weg da fortziehen. Heraus kam eine einzigartige Bestzeit, 4 Minuten 50 schneller wie jeder andere. Witzigerweise war der Björn Walligart mit dem Mercedes der Nächste. Ja, denn das war sicherlich also nicht eine Frage der Kraft des Autos, sondern es war wirklich eine Frage der Konzentration, des Erinnerns oder des Sehens. Und es hat anscheinend, der Walligart hat auch diese Gabe gehabt, was er da an und für sich ganz gut ist. Und wobei unser Gegner war natürlich der Marco, der von Anfang an gepusht hat, der Mr. Portugal heißt, weil er vorher immer Portugal gewonnen hat. Und wir haben zwar vom Startweg geführt, aber hat immer Druck gemacht. Und wir waren schon, ich glaube, 5, 6 oder 7 Minuten vor den nächsten. Aber der Fiori hat also nie Stallorder gesagt, da sind wir ein bisschen langsamer und damit waren wir nicht immer unter Druck. Aber dann noch Agenil war die Sache, glaube ich, weitgehend erledigt. Erstmal war er schon natürlich geschockt und ist erlahmt, wie er die Zeit gehört. Und beim zweiten Mal kann ich mich erinnern, wir sind dann ein paar Stunden später nochmal gefahren. Da haben wir schon inzwischen fast 10 Minuten Vorsprung gehabt. Bin ich die ersten 20 Kilometer nicht so schnell gefahren, da war Sicht und dann ging es wieder erst in den Nebel rein. Der Marco war schon mit dem Licht, war schon da hinter mir, haben schon gesehen, dass er kommt. Und am Ziel waren wir wieder 2 Minuten 54 schneller wie er. Das muss natürlich so ein Spitzenmann schon nachdenklich werden lassen und vielleicht auch wirklich, also wenn es mir umgekehrt passiert wäre, wäre wirklich die Frage angebracht gewesen, ob ich meine Lizenz zurückgebe. Heraus wurde ja dann ein eindeutiger Sieg mit 14 Minuten und 19 Sekunden, was ja natürlich gegenüber dem Teamkollegen schon Lichtjahre sind. Also das eindeutiger geht es, glaube ich, nicht. Ja. Und ich kann mich noch gut erinnern an die Show in Estoril, auf der Startzielgeraden mit dem Slalom und dem 360-Turn. Auch etwas, was ich sehr ungern gemacht habe. Ich war schon wieder stocksauer, weil ich das machen muss. Und aber dann so ein Slalomfahren auf der Startzielgeraden und dann um die Pylone zweimal rum. Und, aber ja, wenn du es dann machen musst, und dann, da kann ich mich erinnern, da haben wir halt da das Auto in 10 cm Abstand und das Ding da rumgehielt und mit einer Hand gewunken, die Leute. Das war natürlich da in Portugal, wo lauter Fans sind, war das natürlich unglaublich, was sie da abgespielt hat. Ja, weil du gerade die Fans ansprichst, das ist ja, Portugal war natürlich immer das Verrückteste im Kalender. Ja, absolut. Weil wir haben es einmal diese Stierkämpfer-Mentalität genannt, dass die Leute also unbedingt die Autos da berühren wollten und es da natürlich zu Haarsträuben-Szenen kam. Ich meine, 50.000 Zuschauer im Fafe und auf anderen Prüfungen war damals nicht ganz selbstverständlich. Und man sieht also auch auf den Bildern immer noch, wie die Leute da im letzten Moment auseinandergehen. Und ja, es war eine verrückte Zeit. Also man kann nur sagen, Gott sei Dank nie ist uns nichts passiert, aber das war schon etwas, da musstest du erst im Laufe der Zeit ein bisschen abstumpfen, weil das war etwas, das kann man sich nicht vorstellen. Wenn heute die Videos sehe, bin ich schockiert, wie man so verroht sein kann und auf die Menschen zufahren. Aber das war damals Alltag und wir haben das Glück, dass nie was passiert ist.
Ja, man muss also wirklich sagen, auch dass wir niemanden verletzt haben, ernstlich. Ja, ja. Das kam also alles erst viel, viel später, wo also dann der ganze Enthusiasmus und so nochmal eine höhere Dimension und in der Potenz zu 5 gewachsen ist. Aber das waren dann andere und spätere Geschichten. Wie du von Portugal nach Hause gekommen bist, hast du dich da schon das erste Mal damit beschäftigt, dass das vielleicht mit der WM was werden könnte? Nee, die WM hat mich nicht interessiert. Ich hatte mein Lebensziel erreicht, das war Monte Carlo, und das andere, das ist dann zwar so gelaufen, aber ich habe mich noch nie ernsthaft damit beschäftigt, mit der WM. Ich habe gesagt, ich kann jetzt unbeschwert fahren, ich habe das gewonnen, was ich gewinnen will, und das macht dich anscheinend auch natürlich lockerer, das macht dich also weniger verkrampft, und dann läuft es plötzlich. Das war ein entscheidender Punkt. Ja, wir haben es ja vorhin schon mal gesagt gehabt, du bist ja wirklich sehr viel gefahren. Also neben dem WM-Programm sind wir in Deutschland gefahren, fahren. Winterrallye, alles was so am Kalender war. Ja, ja. Und dazu kamen dann auch noch deine Tests mit dem Gruppe 5 Auto. Autos, dann die Rennen, und das erste Rennen, das war ja auch gleich mal wieder der Hammer da in Brands Hatch. Haben wir mit dem kleinen Lancia das Gesamt gewonnen vor der großen Klasse. Also da ist alles, in dem Jahr ist alles einfach für mich gelaufen gewesen. Weil wir jetzt schon hier im Stadt am Hof sitzen, ich meine, du warst ja da gerade frisch verheiratet. Wie hat denn die Monika das empfunden, wenn du dann da 250, 260 Tage unterwegs warst? Ja, ich muss ja sagen, das ist sicherlich, das war der große Vorteil, dass ich keine Frau hatte, die mir da Druck machte. Sie hat immer gesagt, mir ist heute lieber wie morgen, wenn du zu Hause bleibst. Aber es nützt gar nichts, wenn du zu Hause bist, dann bist du unzufrieden. Also mach das, dass du zufrieden bist, und sie hat mir dann nie irgendwie das Leben schwer gemacht, was glaube ich auch ganz wichtig ist. Denn wenn du weißt, zu Hause ist da ein Terror, oder es geht ja vielleicht in der heutigen Zeit so weit, dass Frauen ja sehr schnell dann das Handtuch werfen und ausziehen. Und also die Gefahr war bei meiner Monika Nette, die hat das ist immer hinter mir gestanden und sagt, ich will, dass du zufrieden und glücklich bist, und alles andere ist in Ordnung. Das ist doch ein guter Hinweis für viele, die uns jetzt zuhören und zuschauen, wie man eine glückliche Ehe über so viele Jahre. 55 Jahre mit der gleichen Frau. Gratulation, oder? Ja. Und da kommen noch ein paar Jahre dazu. Ja. Zwischenübung bei 7 Stunden Interview-Marathon. Eines der Highlights 1980 war ja der Weltmeisterschaftslauf in Argentinien. Fiat war mit großem Aufgebot da. Nicht nur die drei Stammfahrer, Alain, Bettecker, Röhrl, sondern auch ein Gastfahrer, der natürlich sehr bekannt und sehr berühmt war damals, Carlos Reutemann. Ja. Wie hast du den in Erinnerung? War ja Formel 1 da bei Ferrari. Also ich muss dazu sagen, im Vorfeld war natürlich klar, ein Formel 1-Fahrer, da bin ich gespannt, wie sich der anstellt. Aber als Mensch, muss ich sagen, war er von Beginn an sehr sympathisch, aber auch sehr offen, sehr nett zu uns, muss ich dazu sagen. Er war natürlich dann noch netter, nachdem die erste Prüfung vorbei war, die einzige Prüfung war mit Asphalt. Und ich vermute, dass das auch vom Veranstalter schon ein bisschen gesteuert war, um für den Formel 1-Star auch eine Asphaltprüfung im Wettbewerb zu haben. Hat man halt gesagt, okay, da kann er vielleicht mal schauen, wie das geht. Und er war auch wirklich gut, aber er war halt nicht gut genug, um uns zu schlagen. Wir waren trotzdem schneller wie er. Und das hast du gemerkt, dass ihn das schon sehr beeindruckt hat. Und dementsprechend war er nett. Ich war ja für uns ein Erlebnis, unfassbar, wie ein Mensch in einem Land so bewundert werden kann. Wir sind ja, glaube ich, in Buenos Aires gestartet und sind 1000 Kilometer dann nach Tucumán gefahren. Und auf den 1000 Kilometer waren nicht keine 500 Meter, wo nicht jemand gestanden ist, der ein Schild in der Hand gehabt hat, El Lole, und gejubelt und gewunken hat. Also unvorstellbar. Also das war für mich sehr beeindruckend. Ich kann mich erinnern an einen Servicepunkt,
war mal Militär gestanden, die dann in die Luft geschossen haben, weil die Leute uns fast erdrückt haben, um einmal den Reutemann zu sehen, also unglaublich. Ja, so wie wenn der Papst im Land sich bewegt. Eine andere große Persönlichkeit in Argentinien war natürlich Juan Manuel Fangio, den wir damals auch noch getroffen und mit ihm einen Abend verbringen durften. Hast du das auch noch in Erinnerung? Ja, nicht mehr so sehr. Also das habe ich nicht mehr so sehr in Erinnerung, komischerweise. Ich kann mich erinnern, dass wir in der Lokal kamen und als wir da reingingen, sind die Leute aufgestanden, haben Standing Ovation gemacht. Und ich habe immer gedacht, das wäre Reutemann gewesen, aber du hast mich dann also nochmal gesagt, dass das der Fangio war. Ja, das war ja der erste intensivere Kontakt zum Mercedes-Team damals mit Erich Waxenberger, die zu diesem informellen Abendessen eingeladen hatten, im Team in dieser Churrascaria. Ja. Und Fangio war eben mit dabei. Der hatte uns vorher im Hotel abgeholt mit einem Mercedes Oldtimer und wir sind also dann davor gefahren. Und der war ja ein relativ kleines, zierliches Männlein. Ja. Wie halt Rennfahrer sind. Kleine Jockeyfigur, wahnsinnig nett, unheimlich sympathisch. Und es war ein sehr, also für mich einer der Gänsehautabende, an den ich mich gerne erinnere, weil ja, wie wir da in diesen Saal da reingingen und die Leute dann so mitbekommen haben, wer da überhaupt kommt und wie dann, also erst vorne und dann immer weiter dieser Applaus anging, das war also schon ein Gänsehautmoment. Und wir sind also hinter ihm dann da zum Mercedes-Tisch gestiefelt. Das war also schon sehr, sehr beeindruckend. Von der Rallye selber, was hast du da noch so im Kopf? Ja, was für mich das Beeindruckendste war, also zwei Dinge. Erstmal diese wahnsinnig langen Prüfungen, 100 Kilometer war selbstverständlich. Schotterstraßen ohne Schlagloch, wunderbar. Und eben eine Prüfung, glaube ich, bis 3700 Meter hoch, wo es dann oben da hingestottert bist, weil der Motor schon nicht mehr richtig gelaufen ist. Also das kann mich erinnern, das war also vom Fahren her eine Traumveranstaltung. Da habe ich eine Prüfung, die kann mich erinnern, da ist 60 oder 70 Kilometer bergab, von 3700 Meter runter auf 1000. Und richtige Straßen wie bei uns, mit Straßen, Steinen, aber alles auf Schotter. Also ja, das war schon sehr beeindruckend. Auch die Gegend war natürlich sehr beeindruckend, da rund um Salta, das ist ja ein großes Weinanbaugebiet, wo also dann auf einmal bist du um die Ecke gekommen, da waren da völlig grüne Täler da, wo also dieser Weinbau stattgefunden hat. Das war also schon sehr, sehr beeindruckend und für uns als Mitteleuropäer natürlich eine ganz neue Welt. Auch die Kulisse der Berge dort war also schon sehr, sehr beeindruckend. Während der Rallye selber kam es ja schon zu Spitze-auf-Knopf-Duellen, weil, wie gesagt, vier Autos im Team, das Ganze ohne Stallorder, war natürlich in unserer Situation nicht ganz lustig. Ja, Marco hat wie immer gedrückt und Hektik verbreitet, mit dem Helikopter da und angefordert, dass der Helikopter über ihn fliegt und lauter so Scherze. Ja, wir haben ja das damals alles am Funk mitbekommen und es gab ja dann auch diese eine Situation an dem Service, weil die Tankkapazität für die langen Prüfungen teilweise nicht ausgereicht hat, musste nachgetankt werden und mitten im Hochgebirge stand dann ein Serviceauto und da war ein Kanister falsch markiert. Und in der Hektik ist dann natürlich Diesel statt Benzin eingefüllt worden und das ist dann auch nicht so erbaulich. Aber das sind halt so Dinge, die halt dann so das Salz in der Suppe sind bei solchen Rallyes. Und einmal fällt es auf die eine Seite, einmal auf die andere Seite. Der Sieg mit 15 Minuten 59 vor Mikola auf dem Mercedes. Ja, das waren natürlich noch Zeiten, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Heute ist 15 Sekunden schon viel, aber damals war das so.
erstmal, weil die Rallye ist natürlich viel länger wie heute. Und ich fahre das waren noch die echten Rallyes. Rallye war ja für mich eine Prüfung von Mensch und Material. Und heute ist Rallyefahren, das sind ein paar Mini-Rennen aneinandergereiht. Ich glaube, das war der ganz große Unterschied. Es hat sich natürlich eben Tag und Nacht hingezogen und es war leichter für den Guten, sich vom weniger Guten zu unterscheiden. Heute ist es ganz schwierig, weil eben es wird hauptsächlich am Tag gefahren, es geht alles automatisch, das Schalten, du musst nicht mehr mit der Hand schalten. Also dann in der Nacht, wie gesagt, wer hat besser gesehen wie der andere, wer hat mehr Kondition, denn wenn du mal 30 Stunden im Auto sitzt, dann zeigen sich die Unterschiede. Das fällt heute alles weg und drum sind die alle so eng beieinander. Ja, die Technik ist viel agiler gewesen. Also das bei 12 cm Federweg sind diese Dinge, die heute gemacht werden, ganz klar, richtig, ja, nicht ist, durchzuführen. Ja, aber es war trotzdem, es war ein tolles Erlebnis da, mal in Südamerika zu sein. Argentinien ist ja ein wunderbares Land. Das war ein tolles Erlebnis, muss ich sagen. Auch diese Persönlichkeiten, sicherlich Fangio vielleicht der beste Rennfahrer aller Zeiten. Und Reutemann, damals auch ein sehr netter Mann, muss ich sagen. Also es war letztendlich, wenn man so zurück ist, haben wir in 80er Jahren einen Höhepunkt nach dem anderen erlebt. Ja, vor allen Dingen, es ist ja auch erst in Argentinien die Entscheidung gefallen, Neuseeland zu fahren. Ja, das kam dann, dass die Fiat-Leute haben viel früher wie ich überhaupt damit sich beschäftigt haben, dass wir Weltmeister werden können und haben dann kurzfristig entschieden, dass unser Auto mit einem minimalen Serviceaufwand nach Neuseeland geflogen wird, auch mit den Reifen. Wir hatten ja Reifen gefahren da in Argentinien, das waren so, ich sage immer so Eisenreifen, wo man nicht platt fahren konnte, aber dementsprechend natürlich pro Kilometer, glaube ich, um 3 Sekunden langsamer wie ein MSG 35. Und mit diesen Reifen habe ich gesagt, gehen wir mal hin und schaut, dass man vielleicht in Neuseeland unter die ersten 3 kommen kann, um Punkte für die Weltmeisterschaft zu sammeln. Ja. Ich kann mich noch gut erinnern, es war damals das erste Mal, dass wir so genannten Mutreifen gehabt haben, ja, der unplattbar war, aber halt. Aber halt erstmal knallhart natürlich. Und es war eben am Kilometer fast 3 Sekunden langsamer wie der schnelle Reifen. Aber halt für Neuseeland war es die Möglichkeit, und ich glaube, wir sind Zweiter geworden in Neuseeland. Ja. Ja, und es war in Ordnung. Und das war sicherlich schon in Betrachtung von der Weltmeisterschaft, war das richtig, die Entscheidung, dass wir dorthin gegangen sind für die Fiat-Leute. Ja, war Vorentscheidung, ganz klar. Zurück aus Neuseeland bist du dann natürlich wieder deine Rundstreckenrennen gefahren. Wir hatten auch so Rallyes wie die Hunsrück dabei und so. Und damals standen die Zeichen natürlich in Italien auf Sturm. Die großen Streiks waren und es war also nicht klar, ob wir weitergeht. Wie es weitergeht und ob es überhaupt weitergeht. Und das gibt mir natürlich die Gelegenheit, dich zu fragen, Giorgio Pianta. War ja eine ganz spezielle, eine große Persönlichkeit im Fiat-Team, ja, mit dem du eine sehr enge Verbindung hattest. Also Giorgio war für mich war ein Glücksfall, dass diesen Mann bei Fiat gegeben hat, denn es hat gar nicht lange gedauert, als ich dorthin kam, konnte ich den Menschen absolut überzeugen und er war ein absoluter Fan von uns und hat auch im Hintergrund sicherlich so agiert. Ich kann mich erinnern, da kam er einmal und hat mir die Motorprüfblätter gezeigt und sagte, ich muss den Munari und muss ich den stärksten Motor geben, aber für dich habe ich den rausgesucht, der das beste Drehmoment hat. Das ist viel wichtiger beim Rallyefahren, wie die paar PS mehr und so. Und er war also ein gottbegnadeter Techniker, du bist am Service gekommen und sagt, du Giorgio, beim Einlenken habe ich ein Problem, der lenkt nicht richtig ein. Und dann nach 10 Minuten bist du ins Auto gestiegen und das war behoben. Also es war eine dermaßen Beruhigung, den Menschen zu wissen, dass er am Servicepunkt ist, das war einmalig. Und ja, das war rundum, also das war
für mich, es gab ja mehrere Personen, zu denen man Kontakt hatten, der Nini Russo oder der Selecchia. Und das waren aber alles so ganz typische Italiener. Der Giorgio war schon ein bisschen anders. Das war einer, der aus einer sehr guten Familie kam. Und für den war das einfach wahrscheinlich die Fortführung eines Traums. Er war ja selbst sehr guter Rennfahrer. Ist irgendwann einmal mit dem Formel 2 in der ersten Startreihe mit Jim Clark gestanden. Also das sagt schon alles. Und das war auch wichtig. Der hat dich als Fahrer verstanden. Wenn du gesagt hast, du, das Auto macht das und das, dann hat der sofort gewusst, um was es geht. Ich muss da vielleicht ein bisschen ausholen. Es gibt nur einen zweiten Mann auf der Welt, der mit ihm zu vergleichen war. Das war der Roland Kussmaul bei Porsche. Ja, ist schön, dass es solche Leute gibt, die mit so viel Herzblut und so viel Engagement da dahinter stehen. Und auch die Aktion, die er dann gebracht hat, dass er also da bei Arbeit ins Werk eingebrochen ist, Motor, Getriebe rausgeholt, ein paar Ersatzteile noch und sich dann da mit den Streikposten duelliert hat und da toll, eine Verfolgungsjagd durch Turin gelaufen ist. Und er einfach dadurch das möglich gemacht hat, dass wir eben die letzten zwei Läufe noch fahren konnten. Wenn wir in dem Zusammenhang vielleicht nicht vergessen sollten, ist der zu dir auch natürlich eine sehr, sehr spezielle Beziehung hatte, war der Daniele Audetta. Ja. Ich kann mich erinnern, wie wir ihn das erste Mal getroffen haben, 1977 in San Martino, der ja eigentlich derjenige war, der es damals ermöglicht hat, dass wir den Pferd finden. Bestimmt, jawohl, das ist richtig. Das war damals, er war das, Daniele, der kam und sagte, willst du hier deinen schönen Porsche kaputt machen? Ich gebe dir eine Fiat zum Fahren. Und das war sicherlich eine ganz entscheidende Moment in unserem Rallye-Leben. Denn erst als wir zu Fiat kamen, haben wir an und für sich in die große Welt des Rallye-Sports geschnuppert. Denn Fiat und Ford waren die zwei Teams, die schon 20 Jahre Rallye-Sport betrieben haben. Und es war einfach ein anderer Maßstab wie vorher. Und da war der Audetta natürlich schon sehr stark beteiligt. Ich weiß zwar nicht, ob damals ein gewisser Hintergedanken war natürlich. Also ich hatte Angst, dass ich mit dem Porsche, dass ich vielleicht im Munari gefährlich werden könnte. Aber das Ergebnis war auf jeden Fall perfekt und wir haben die schönsten Jahre meiner Rallye-Zeit habe ich in Italien erlebt. Da gibt es keine Diskussion. Ja, weil du jetzt gerade sagst mit Munari, das war ja damals auch 1977 mit einer der Highlights, dass man mit dem 131er den Gottvater gleichen Sandro Munari auf dem Stratos, damals noch Vierventil, also den bedrängen richtig vorher bedrängen konnte. Das war richtig. Das ist, naja. Aber so gesehen ist das alles, dieses 80er Jahr ist einfach toll für uns gelaufen gewesen. Da gibt es keine Diskussion. Nicht, ne? Ja. Ja, dann Sanremo mit dem Experimentalauto. Weiß. Ja, ganz leichtes Auto. Ich glaube, im Besitz von Jolly Club gewesen, das Auto. Das hat mich auch ein bisschen nervös gemacht, denn gerade in dem Jahr waren die Schotterprüfungen in der Toskana teilweise sau schlecht, weil wir es zweimal gefahren sind. Es war ein schlechtes Wetter, es hat wie aus Kübeln geregnet und beim zweiten Mal waren solche tiefe Furchen in der Straße. Ich habe gelitten im Auto, habe nur versucht, aus der Spur rauszufahren, damit man da unter Unterschutz aufsitzt. Also das war also für mich jetzt zurückblickend fast eine der schwierigsten Rallyes. Dann kam noch irgendwie so ein Missgeschick unseres Doktors dazu, von Martoletti, der mich irgendwie aufgeweckt hat und ich habe immer entweder einen Schwarzbeersaft oder Vitamin A für die Augen, Tabletten habe ich immer gekriegt von ihm. Und er hat aber die Tabletten verwechselt von Marco und von mir und hat mir und Marco seine Kreislauftabletten oder was gegeben. Und ich habe von dort weg keine Sekunde mehr geschlafen. Ich bin in der Nacht aufgestanden, bin in San Marino in der Nacht spazieren gegangen, weil ich nicht schlafen konnte. Mein Herz hat so geschlagen, das spült man oben raus. Und ich kann mich erinnern, ich habe zum Doktor gesagt, wenn ihm das nochmal passiert, bringe ich ihn um.
Aber es hat trotzdem geklappt. Also wir sind dann, glaube ich, zurückgefahren von Toskana wieder zurück auf die Ausfallprüfungen. Und dann hat trotzdem alles wunderbar geklappt, muss ich sagen. Also Auto war gut, hat wieder erwarten, weil es war nämlich im Prinzip ein reines Asphaltauto, glaube ich, für Corsica hat das, war das gebaut von Jolly Club. Und ja, wie gesagt, das 80er Jahr war das Glück auf unserer Seite. Wenn es läuft, dann läuft. Wann hast du dich dann das erste Mal damit beschäftigt, dass ich es ausgehen könnte mit dem Weltmeister? Ja, okay. Da habe ich gesagt, okay, das müsste jetzt passen. Wobei ich immer noch nicht das als das Wichtigste in betrachtet habe. Das Wichtigste war, Monte Carlo war erledigt, aber war dann so etwa, ja, wenn es jetzt gerade passt, das könnte man noch mitnehmen, ne, diesen WM-Titel. Aber auch heute, aus heutiger Sicht zurückzuschauen, würde ich in keiner Weise diese WM-Titel als mein Highlight in meiner Karriere betrachten. Das war mir im Prinzip wurscht. Das waren diese 4 Monte Carlo-Siege, sind mir am Hintern lieber als wie alles andere. Ja, der WM-Titel ist eigentlich so das Sahnehäubchen nach einem Jahr, was ja gut gelaufen ist. Das ist richtig. Aber du kannst natürlich auch, weißt, für mich war immer das Gefühl, ich will eine Rallye gewinnen und dann möchte ich sagen, ich habe gewonnen, weil ich der Beste bin. Eine Weltmeisterschaft kannst du vielleicht auch mit Taktik über das ganze Jahr gewinnen, dass du immer ankommst, gerade beim Rallye-Fahren, wo ja das Ankommen nicht so selbstverständlich ist. Auf 5000 Kilometer kann einfach sehr viel passieren in der Technik, vor allem in der damaligen Zeit. Und dann kann passieren, dass du plötzlich am Ende des Jahres bist Weltmeister, du hast nichts gewonnen. Das hätte mich unglücklich gemacht. Ich wollte immer das Gefühl haben, am Ziel selber, wenn ich war, ja, jetzt ich jetzt hier, weil ich oder wir die Besten sind bei der Rallye. Wir sind am besten gewesen. Und darum war mir der WM-Titel eben nicht so ganz so wichtig. Also das hat mich nicht so befriedigt wie die einzelnen Siege bei den Rallyes. Abschluss war ja Corsica, dann wiederum mit diesem Experimentalauto in Weiß. Ja. Leicht für Asphalt gebaut. Trotzdem war der Fiat physisch wahnsinnig anstrengend und unheimlich schwer zu fahren. Das war das, also der Fiat ist sicherlich mit Abstand das schwerst zu fahrende Auto gewesen durch diese schwere gängige Lenkung. Das war, und gerade in Corsica, wo es keine 100 Meter geradeaus gibt, wo du nur so im Auto sitzt, also das ist, ich kann nur sagen, das ist mir heute noch ein Rätsel, wie ich mit meinem Steckerlarm dieses Lenkrad drehen konnte. Das ist unglaublich. Ne? Aber auf der anderen Seite ist das auch einer der wenigen Punkte, wo mir öfter schon Gedanken gemacht hat, wenn es eine Rallye gab auf der Welt, die ich hätte gewinnen müssen, wäre es Corsica gewesen. Weil ich überzeugt bin, am Asphalt hatte ich keinen Gegner. Aber es war mir nie vergönnt, es war immer irgendetwas. Entweder habe ich einen Platten gefahren oder ein Auto ist kaputt gegangen zur Audi-Zeit. Es hat da nie gereicht, aber in dem Fall war natürlich in dem Jahr schon im Hinterstübchen dann irgendwann einmal doch eine gewisse Taktik. Wenn die zweite wieder reicht, dann ist es sicher, dass ich Weltmeister bin. Und dann tröstet man sich damit, mit solchen Dingen. Aber im Prinzip hätte ich schon mal Corsica gewinnen müssen. Aber es war mir nicht vergönnt. Ja, der beste Asphaltfahrer, der Rallye-Sport je gesehen hat nie Corsica gewonnen. Also das ist schon ein bisschen eine Ironie des Schicksals. Ja, ja. Und wie du gesagt hast, 83 mit dem Lancia hätte es einfach unbedingt sein müssen. Ja. Und trotzdem hat es nicht funktioniert. Ja, so ist es. Das ist, ja. Aber okay, es war in dem Jahr, war das ist untergegangen unter der Euphorie, dass sonst alles geklappt hat in dem Jahr. Ja, es war einzigartig. Ich meine, ein deutscher Weltmeister hatten wir noch nie im Kalender gehabt. Und entsprechend war natürlich auch dann das Rumreichen und die ganzen Ehrungen. Ja. Das war eben die Kehrseite der Medaille. Gewinnen tue ich ganz gern, aber die Ehrungen mag ich halt nicht. Das ist das Problem gewesen in meiner Zeit. Und das war natürlich dann natürlich furchtbar. Ich habe begonnen hier in Regensburg, dass ich
am Rathausplatz da erscheinen musste. Und ich habe mich da zu Tode immer geschämt, wenn ich das machen habe müssen. Und natürlich die ganzen Ehrungen, ADAC. Und also das Einzige, was ich erfolgreich abwehren konnte, ich bin nicht zur FIA gegangen. Das war, da musste ich also nicht nach Paris. Aber alles andere habe ich dann halt schon über mich ergehen müssen. Lassen. Ja, aber es gibt Schlimmeres, oder? Ja, ich habe es überlebt. Inzwischen war ich auch einmal in Paris und ich lebe immer noch. Ja, es gab dann natürlich auch zum Jahresende eine Weichenstellung. Es ging ja bei Fiat nicht mehr weiter. Ja, das war okay, das war vielleicht auch, es war natürlich klar, es ist Audi plötzlich erschienen mit einem Viererauto, das war natürlich schon ein heißes Thema, wie es weitergehen soll. Und bei Fiat wusste man, ja, mit dem Auto dürfte im nächsten Jahr nichts mehr laufen, da kannst du nicht mehr gewinnen. Und wir hatten zwei Angebote, das eine war eben von Audi und das zweite war von Mercedes. Ich habe dann den Audi mal Probe gefahren und war von der Verspanntheit des Autos war ich so schockiert, dass ich gesagt habe, ich kann mir nicht vorstellen, dass das funktioniert. Das ist, solange es natürlich nur um Traktion geht und geradeaus geht, aber für mich als der Asphaltfahrer mit dem Auto kann es am Asphalt sicherlich nicht unbedingt gut sein. Und dann bin ich eben nur zu Mercedes gefahren und die haben mir natürlich unterbreitet ein sehr vernünftiges Programm. 2 Jahre zwar mit dem 500er SL oder SLC, aber dann haben sie mir die Pläne gezeigt von einem Mittelmotor-Allradauto, wo sie 83 um die Weltmeisterschaft fahren wollten. Und das war die Motivation. Ich habe gesagt, okay, das sollte man machen. Und dann wurde die Entscheidung getroffen. Aber wie gesagt, die Zeit hat, glaube ich, es waren insgesamt 14 Tage oder 3 Wochen, wo wir bei Mercedes waren. Und dann haben die zugesperrt, weil sie plötzlich eben überrissen haben. 2 Jahre lang ist mit dem Auto im Prinzip nur zu gewinnen, vielleicht bei Rallyes, wo es über Stock und Stein geht, aber auf keiner Sprintrallye war da wahrscheinlich keine Chance. Ja, da ist ja dann im Prinzip von heute auf morgen das Licht ausgegangen. Das heißt, ja. Das war absolute Ruhe. Die gesamte Planung war über den Haufen geschmissen. Alles klar. Das heißt, du bist ab 23. Dezember zu Hause gesessen und hast Gedanken gemacht. Ja, und das Entscheidende war natürlich, dass wir vorher, bevor wir uns entschieden haben, wo wir hingehen, bis dahin war bei allen Werken für uns die Tür offen. Aber sobald ich unterschrieben habe, haben die natürlich auch gesagt, dass sie ihre Fahrer verpflichten. Und plötzlich haben sie gesagt, ja, jetzt haben wir haben keinen Platz mehr für den Rörrad. Das ist alles voll. Und ich war momentan auch gar nicht so sauer. Ich habe gesagt, der Trubel mit der Weltmeisterschaft ist doch ganz gut. Dann bin ich halt daheim, ist nichts mehr. Aber dann, wie gesagt, dann hat eines Tages der Herr Professor Pott angerufen, der Entwicklungsvorstand bei Porsche, und sagt, Herr Röhrl, jetzt können wir uns Sie leisten. Das Geld kriegen Sie von Mercedes und das Auto kriegen Sie von uns. Und so bin ich dann eben, der 81 war dann das Jahr, wo wir bei Porsche waren, allerdings auch fast ein bisschen mit Schwergewicht auf Rundstrecke, aber man hat dann dieses Programm mit 924 Carrera gemacht. Das war sicherlich in Deutschland ganz interessant. Das war eines der ersten Turbo-Rallye-Autos, war damals nur Sauger, und mit dem Versprechen, dass wir zum Schluss des Jahres eben mit der 911er die San Remo fahren dürfen. Das war für mich fast wichtiger wie alles andere. Und so ist es ja auch ganz gut verlaufen. Leider sind wir dann in San Remo ausgefallen. Das muss ich immer wieder sagen, das ist der bitterste Ausfall in meiner Karriere gewesen, weil da hätte ich unheimlich gern gewonnen. Aber ja, wie es halt so ist. Technik muss halt passen auch. Ne? Ich habe ein Zitat von dir gelesen, das hast du allerdings schon 78 gemacht, wo du sagst, na, so ein 911er ist eigentlich ein tolles Rallye-Auto. Der hat nur einen Nachteil. Er wird von Privatiers entwickelt und gefahren. Und es wäre schön, einmal zu sehen, das Werk sich des 911ers annehmen würde und daraus ein Rallye-Auto machen. Das war ja auch immer noch meine Hoffnung im 81er Jahr, wenn wir die San Remo gewonnen hätten, bin ich mir nicht sicher, ob da noch was passiert wäre damals. War ja zur letzten Nacht, wäre ja dann damals Peter Falk gekommen, um die Sache nochmal zu begutachten, aber leider Gottes kam es dann zu dieser letzten Asphaltnacht, kam es nicht mehr.
Und, aber wie gesagt, wenn wir dann weiterschauen, was dann noch passiert ist, es geht immer weiter und es war auch nicht so schlecht. Das ist eine gute Überleitung. Wir wollen das nochmal wiederholen irgendwann, wenn es also in die anderen Jahre geht. Ich habe dir natürlich noch was mitgebracht, weil wir haben mit der Monte Carlo natürlich ein schon großartiges Highlight geschrieben, besser gesagt, mit 4 verschiedenen Marken zu gewinnen. 3 verschiedene Antriebe hat nach dir keiner mehr hingekriegt, wird auch keiner mehr hinkriegen. Es gibt Leute, die haben die Monte zwar öfter gewonnen, aber immer am gleichen Auto, und das ist natürlich relativ einfach. Ich habe das einmal, was so die Monte Carlo Geschichten sind, hier in dem Buch zusammengeschrieben. Es geht los mit 73, wo du das erste Mal unterwegs warst. Mhm. Und dann natürlich die Highlights, 4 Siege. Ich wünsche dir für die Weihnachtszeit alles Gute. Und vielleicht hast du ein bisschen Zeit drin zu lesen und das Revue passieren zu lassen, was da so alles am Rande sich zugetragen hat. Danke. Walter, vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Und mich würde es freuen, wenn wir sowas einmal, wenn es dann wieder 40 Jahre anstehen, zum nächsten Sieg wiederholen könnten. Alles klar. Ihnen allen eine gute Zeit, schönes Weihnachtsfest. Halten Sie Abstand, bleiben Sie gesund, und ich hoffe, dass diese verrückte Zeit so bald wie möglich vorbei sein wird und wir uns wieder alle ganz normal und in aller Freundschaft zusammensitzen und ein Glas trinken können. Herzlichen Dank. Wie cool ist das denn? Das ist ein Ja, frei, oder? Ja. Zwischenübung bei 7 Stunden Interviewmarathon. Stopp. Passt. Ja. Denn müssen wir nochmal aufhören.